Oxygen not included. Leben am Abgrund. Ja, ja. Wow, die Fanny, wie schnell die sich da durchgebohrt hat für die Toilette. Ach komm, mach doch jetzt wohl die Kabel. Ja. Das nach Strample kennen, dass das verbunden ist. Gut, jetzt ist es verbunden. Jetzt ladst du die Endbatterie auf. Und schon wird geforscht. Puh. Jetzt hat sich unser Koch gekümmert. Gewundert ist, der können wir auch noch ein bisschen reduzieren. Wenn ich das wegmache. Und da noch ein bisschen das Sand reduzieren. Dann läuft es besser runter. Dann kann ich das auch noch abbauen. Diese Viecher hier, die fressen ja immer alles weg. Wasser läuft zurück. Dann können wir das direkt schnippeln. Boah, das ist ein fettes Angefällt. Gut, wir brauchen noch mehr Kupfer. Boah,
Aber das sind ja alles Ressourcen. Nicht atembar. Gut, das können sie eh nicht abbauen. Guck mal, jetzt habe ich da irgendwie das Rahmen, die das ganze Essen drinnen. Dass es nicht kaputt geht. Das ist eine große. Machen wir gleich noch eine Laufrad dazu. Und dann Dopatrie und Dopatrie. Das war uns schon bewusst. Läuft doch diesmal besser, ne? Es wird geforscht, es wird ständig ums Kochen gekümmert. Es läuft besser.
Bis jetzt ist nur Emmy, Silvan. Nur Emmy ist von uns gegangen. Aber ich muss sagen, bis jetzt läuft's gut, seit Emmy gestorben ist. Wo? Nö, anscheinend nicht. Nö, noch nichts gefunden. So, großes Algeding. Und nochmal großes Algeding. Ja. Guck mal, ich hab das nicht hingeschrieben. Ist das eine Wiedergeburt? Aber Wiedergeburt macht man nicht, oder? Nee, macht man nicht. Ich nehm ihn. Das ist Silvan. Silvan rein, Silvan rein. Silvan, Locke oder Zöpfchen? Schneller Lerner, muskulös. Bist nicht athletisch. Schlafen, Dusche, Schell. Hast was zum Forschen, hast was zum Kochen, oder? Versorgung und Graben. Langsamer Lerner. Magen aus Stahl. Na, Silvan, komm. Locker oder Zöpfchen? Jess, was soll er nehmen? Locker oder Zöpfchen? Mir ist beides recht. Locken. Wo ist er denn, unser Silvan? Ist der flott. Der langsame Lerner geht schon mal gleich ins Forschen. Ob das so produktiv ist. Ja, bessere Stats, da hast du recht. Bette müssen wir dann mal wieder bauen. Immer klar.
jetzt schon zu zweit gestrampelt. Das ist gut, aber es ist halt nur eine Batterie angeschlossen. Ja, aber das Supercomputer, du weißt ja, mit dem Supercomputer kann man dann schneller forschen. Und das ist ja das, was sie gerade forschen tun, das Supercomputer. Das lasse ich mal noch stehen, also das lasse ich stehen, damit das dort drei hängen bleibt. Ich mache dort dann die Supercomputer hin. Forschung ist abgeschlossen, der Supercomputer ist fertig. So, soll ich jetzt erst die Luftschleuse in Auftrag geben? Oder wie du sagst, die Blumenkäste? Nahrung ist wichtiger, ne? Nahrung ist wichtiger. So, dann machen wir hier gleich das Supercomputer noch mit drin. Supercomputer. Machen wir doch so hin, dass wir da vorne noch eine Tür hinsetzen können. Also später dann die Luftschutztür. Kabelsalat, do bitte. Mit 9, genau. Ja, okay. Kurz wieder da. Emmy, ich habe schlechte Nachrichten für dich. Ja. Ganz am Anfang, du bist hier unten. Das hier war noch nicht fertig gebaut, das war nur ein einzelnes. Du bist dann hier so abgestürzt und warst dann hier, Emmy. Und die Leiter war noch nicht fertig, also warst du hier gefangen. Und ich hab's zwar bemerkt, aber ja, es ist nicht schnell genug gebaut worden, somit bist du da unten erstickt. Aber Fanny hatte ich dann längst ordnungsgemäß ja, zur Ruhe gebracht. Ich mag das Spiel einfach nicht. Ne? Da war ein Loch, da war der Steg, da hast du drauf gestanden. Alle sind immer hier drüber gehupst, weil das schon gebaut war und die Leiter. Aber du, ja, aus irgendwelchen Gründen auch immer von dem Spiel, warst du dann da nun gestürzt. Ich weiß nicht warum, weil vorher konnten sie alle drüber hüpfen, ohne dass was passiert ist. Das Spiel mag mich einfach nicht. Ich werde doch später ja, so das Wasserbecken machen. I don't blackouts every other night.